Über die letzten Tage bluteten die Altcoins gewaltig. Jetzt innerhalb der letzten 24 Stunden haben wir wieder einen kleinen Pump gesehen. War es das jetzt wirklich mit dem Crash? Was können wir jetzt noch vom Markt erwarten? Und welche Coins habe ich denn persönlich bei diesem Dip nachgekauft? Das und noch viel, viel mehr erfährst du im heutigen Video. Und damit du das Ganze nicht verpasst, bleib auf jeden Fall dran. Bevor wir beginnen, das Ganze ist keine Finanzberatung und du solltest immer deine eigenen Recherchen machen. Erst am Montag haben wir uns gemeinsam mit der Frage beschäftigt, warum denn die Altcoins derzeit nicht steigen, obwohl wir einen positiven Altcoin-Season-Index haben. Und über die letzten Tage haben die Altcoins immer weiter geblutet. Jetzt über die letzten 24 Stunden haben wir doch bei einigen Projekten wieder grüne Zahlen. Aber im Vergleich zu den letzten Wochen und Monaten hält sich das Ganze natürlich noch sehr stark in Grenzen, nachdem wir diese wirklich sagenhaften Anstiege erlebt haben im gesamten Kryptomarkt. Und ich habe es hier auf Twitter auch geschrieben. Aktuell bluten die Altcoins richtig, aber lasst euch gesagt sein, dass dies innerhalb eines Aufwärtstrends vollkommen normal ist. In einem Bullrun hatten wir oft Korrekturen von 40% aufwärts, derzeit liegen wir bei 20%. Daher sage ich immer, Profite nehmen in guten Zeiten und wenn du dich jetzt mies fühlst, weißt du, was beim nächsten Mal zu tun ist. Ich bin bei einigen Projekten auch im Minus und nutze die Möglichkeit, nun nachzukaufen. Das werde ich hier in diesem Video auch noch einmal genauer erläutern, am Ende des Videos, welche Projekte ich denn persönlich nachgekauft habe. Aber was hier einfach wichtig ist, zu dieser Situation. Ich bin jemand, ich sage sehr, sehr offen, Profite zu nehmen ist nichts Schlechtes. Und ich habe immer wieder Kommentare unter meinen Videos bekommen, warum denn Profite nehmen? Wir müssen jetzt erstmal investieren, Profite kann man noch nehmen, wenn der Bullrun da ist und so weiter. Ja, generell ist das schon richtig. Nur wenn man sich jetzt schlecht fühlt in dieser Situation, wenn die Altcoins bluten, wenn das Portfolio mal rot ist, dann weiß man zu 100%, man hat viel zu viel Geld im Markt investiert. Und ich habe auch hier einen Tweet von Alex Becker geretweetet, wo er schreibt: If you believe we are closer to a bull than father, I don't even get selling unless you're a trader. Also das heißt, wenn man der Meinung ist, dass man näher an einem Bullrun ist, als davon entfernt, dann sollte man gar nicht auf die Idee kommen, jetzt zu verkaufen, außer man ist ein Trader. What a pain in ass buying all your position back and reorganizing all for a dip that will be irrelevant in 1 to 2 years. Too lazy to put a life vest here, my bags will go down with the ship or to the moon. Also, wie er hier auch schreibt, ist es so, dass dieser Dip, der jetzt gerade passiert ist, in 1 bis 2 Jahren überhaupt nicht mehr relevant sein wird. Denn wenn wir uns mal den Bitcoin anschauen und uns 2021 angucken, da ist ja auch dipmäßig einiges passiert. Auch hier 2020. Da hatten wir 2020 einen Bitcoin-Preis von knapp 10.000 und sind dann wieder runtergecrashed auf 5.300 oder 5.100. Knapp 50% ist der Bitcoin damals abgesackt und damit auch der gesamte Kryptomarkt. Und zwischenzeitlich hatten wir das auch immer wieder. Ich zoome hier auch mal ein bisschen näher dran, dann können wir uns das Ganze auch ein bisschen genauer anschauen. Denn wir hatten hier einmal diesen Dip. Dann hatten wir auch noch hier einen Dip von 11.000 auf 10. Gut, der war jetzt nicht so hoch. Aber hier wieder. Wir waren hier auf $40.296 und sind runtergecrashed auf $30.445. Dann sind wir wieder hoch. Wir hatten hier $56.000, sind runtergefallen auf $44.000. Wieder hoch. Hier oben waren wir bei über 60.000, sind wieder runtergeschossen auf 51.000. Dann hier wieder hoch auf 63.000, wieder runtergeschossen auf 48, wo jeder auch gesagt hat, ja, jetzt ist vorbei. Dann hat der Markt aber nochmal einen kurzzeitigen Anlauf genommen, bis einmal hier nochmal auf 56 und ist dann komplett korrigiert auf insgesamt 30.000. Also auch nochmal hier eine 50%ige Korrektur, um dann den wahrhaftigen Bullrun einzuleiten, den man hier gesehen hat, der dann zum All-Time-High geführt hat von 67.000. Aber auch zwischendurch hatten wir hier wieder von roundabout 55.000 wieder eine Korrektur auf fast 40. Also das ist ganz normal, dass innerhalb eines Aufwärtstrends immer wieder
wieder diese Korrekturen entstehen. Ansonsten wäre das auch sehr, sehr ungesund. Und das, was wir aktuell am Markt sehen, ist etwas vollkommen Normales. Das bedeutet, wer jetzt wirklich denkt, warum fällt denn der Markt? Ist der Bullrun vorbei? Warum ist der Bullmarkt nicht mehr da? Warum sehen wir nicht nur grüne Zahlen? Der erlebt jetzt gerade zum ersten Mal das, was vollkommen Normales in diesem Markt. Ich habe es euch jetzt gerade hier beim Bitcoin gezeigt. Bei anderen Altcoins ist es genauso. Das heißt, diese Zeiten kann man sehr, sehr gut dafür nutzen, um seine Position zu erhöhen. Und ich bin ja jemand, ich sage immer, es macht mehr Sinn, bei Major Dips zu investieren, als die ganze Zeit immer $100 jeden Tag in ein Projekt zu investieren. Denn wenn man sich jetzt mal vorstellt, man hat über die letzten 30 Tage jede Woche $100 investiert in ein Projekt, dann ist man jetzt im Minus. Wenn man aber dieses Geld in USDT angespart hätte und das jetzt investiert hat, dann ist man viel, viel schneller dann auch im Plus. Ja? No financial advice, do your own research, aber das ist meine persönliche Herangehensweise bei solchen Dips. Und damit bin ich in der Vergangenheit ziemlich gut gefahren und habe es auch von verschiedenen Mentoren damals immer wieder so gelernt, dass das am meisten Sinn ergibt. Wenn wir uns hier nochmal den Altcoin Season Index anschauen, sieht er halt recht lustig aus. 76, wir sind in einer Altcoin Season, aber dieser Index, und das habe ich auch in den letzten Videos immer wieder gesagt, zeigt ja auf, was in der Vergangenheit geschehen ist. Das heißt, wenn die letzten 90 Tage diese Performance passiert ist, dann schlägt dieser Altcoin Season Index aus. Es ist halt jetzt gerade echt eine ungünstige Situation, dass der hier so hoch schießt, weil sich jeder fragt, gut, wo ist denn jetzt hier die Altcoin Season? Aber ich bin der Meinung, dass wir jetzt in kürzerer Zeit auch nochmal einen extremen Pump in den Altcoins erwarten können, weil halt der Fear and Greed Index immer weiter sinkt. Und wie ich in den damaligen Marktupdates immer wieder gesagt habe, als wir hier im Bereich Greed waren, dass das ein guter Zeitpunkt ist, Profite zu nehmen, und ich habe dort auch Profite genommen, so ist es in diesem Bereich hier ungefähr bei 40, 35, wo dann die Angst beginnt, das sind die perfekten Zeiten, wo man dann wieder Coins nachkaufen kann und seine Position erhöht. Wir hatten jetzt über die letzten Tage einige Major Dips am Markt, was auch für sehr, sehr gute Einstiege gesorgt hat. Und wer diese Einstiege auch genutzt hat, ist jetzt schon wieder im Plus bei dieser Position, die man dann dabei auch aufgebaut hat. Es gibt auch ein paar spannende News bei einigen Altcoins, unter anderem hier bei Trias, denn da wurde jetzt ein Airdrop angekündigt. Jeder, der bis gestern 10 Uhr UTC Trias auf seiner Wallet gehalten hat, beziehungsweise immer noch hält, der hat sich für einen Airdrop freigeschaltet, und zwar vom Geon Token. Denn wer mindestens 200 Trias auf der Wallet hat, bekommt den Geon Token Airdrop, mindestens 100 Stück, und kann dann kostenlos an Community-Austauschaktivitäten teilnehmen vom Triathon-Ökosystems und erhält daraufhin dann Grow Token, also 2 Stück, die man da haben kann. Einmal ist der Geon Token der Token, der im Umlauf ist, und der Utility Token vom Triathon, und Grow ist der dazugehörige Governance Token. Also wer von euch Trias auf einer Wallet hat und nicht auf einer zentralen Exchange, Glückwunsch dazu. Ihr habt, wenn ihr eure Token nicht bewegt habt, zumindest bis gestern, dann habt ihr euch für diesen Token Airdrop freigeschaltet. Zum anderen gibt es auch noch positive News zu Casper. Ich habe es heute Morgen auch auf Twitter retweetet, denn Casper wurde jetzt bei Travala.com integriert und kann dort als Zahlungsmittel genutzt werden. Natürlich gibt es auf Travala.com auch andere Zahlungsmittel. Man kann damit sehr, sehr vielen Projekten und Coins und Token bezahlen, auch natürlich mit Fiat und Kreditkarte und allem drum und dran. Aber es ist trotzdem ein positiver Schritt seitens Casper, weil dadurch einfach noch ein weiterer Anwendungsbereich geschaffen wird und nochmal eine breitere Zielgruppe angesprochen wird, insbesondere hier im Bereich Reisen. Ja, und deswegen wollte ich es hier im Video nochmal mit reinnehmen. Dann wollte ich hier nochmal in diesem Marktupdate ganz besonders auf das Solana Mobile 2.0 eingehen, denn ich habe es ja gestern auch im Video gesagt, ich habe mir das 2.0 Solana Phone vorgestellt. Die erste Version war ja wirklich ein purer Erfolg, und mittlerweile gab es dort schon Airdrops, die die Investition bzw. die Kosten für dieses Handy schon bei weitem wieder reingeholt haben. Und ich gehe davon aus, dass sowas hier in Zukunft ähnlich sein wird. Allerdings ist ein Investment ins Solana Mobile
T-Mobile 2.0 ein sehr langfristiges Investment, denn es wird erst 2025 verschifft und es gibt aktuell noch die Möglichkeit, in diesem Founder-Window zu partizipieren, das insgesamt $450 Investment benötigt. Also man kauft quasi das Handy für $450 und sollte es kein Erfolg werden und sollte es doch nicht produziert werden, dann bekommt man das sogar gerefundet. Ihr findet auch unter diesem Video in der Videobeschreibung einen Link direkt zu Solana Mobile, worüber ihr euch das vorbestellen könnt. Also ich habe es persönlich gemacht. Werde auch schauen, ob ich es dann, wenn ich es bekomme, nächstes Jahr gucken, ob ich es auspacke oder vielleicht verpackt lasse als Collectible, weil ich mag es auch, Collectibles zu sammeln. Und ich kann mir vorstellen, dass das hier ebenfalls ein Collectible für die Zukunft sein kann. Wer natürlich auch auf Airdrops dort hofft, der wird hier definitiv auch seinen Profit machen können. Also ich denke, es ist ein No-Brainer. Das Einzige hier natürlich, was negativ ist, ist die Wartezeit, denn diese $450 sind erstmal weg bis nächstes Jahr. Das heißt, wer das Ganze auch übrig hat, der kann das Ganze gerne nutzen. Wie gesagt, unter diesem Video findet ihr einen Link zu Solana Mobile. Unterstützt ihr mich natürlich auch, weil ich hier auf diesem Leaderboard dann auch noch nach oben komme. Ich weiß nicht, was man da dann bekommt. Man kann einfach auf diesem Leaderboard aufsteigen. Ja? Keine Ahnung, ob ich da noch Vorteile von genießen kann. We will see. Aber ich sehe da auf jeden Fall sehr, sehr viel Potenzial. Kommen wir mal dazu, welche Projekte ich denn jetzt bei diesem Dip nachgekauft habe. Ganz vorne mit dabei Domi Online. Bei Domi Online habe ich gestern meine Position verdoppelt. Ich habe damals bei Domi Online bei einem echt guten Kurs eigentlich eingekauft, war aber bis gestern 50% im Verlust, beziehungsweise nicht im Verlust, sondern ich war halt kurzzeitig unter Wasser. Und ich sehe halt bei Domi Online super viel Potenzial für die Zukunft. Das Projekt passt, das Gameplay passt, die Grafik passt, das Team dahinter passt, es ist bekannt in der Zielgruppe und ich sehe hier wirklich massives Potenzial. Und bei der kleinen Marktkapitalisierung, die Domi Online hat, ist es natürlich ganz normal, dass wir solche größeren Korrekturen dabei auch sehen, weil 8,7 Millionen US-Dollar Marktkapitalisierung ist wirklich nichts. Und ich habe hier gestern, wie gesagt, meine Position verdoppelt und bin deshalb im Gesamten jetzt nicht mehr 50% im Verlust, sondern ich meine jetzt aktuell nur noch 27%. Und ich sehe halt hier ein 100x Potenzial für die Zukunft, weil ein 100x wäre hier bei 879 Millionen Dollar möglich. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 879 Millionen Dollar Market Cap müssten nur erreicht werden, um ein 100x zu machen. Und das für so ein Game, welches Domi Online ist, sehe ich absolut realistisch an. Ich habe auch über Domi Online mal ein Standalone-Video gemacht, verlinke ich mal oben gerne in der Infobox. Schau es dir gerne an. Ist ein super geiles Game und meiner Meinung nach auch eines der Games, die wirklich mit Abstand das meiste Potenzial haben für die Zukunft. Natürlich, wenn das Team auch weiterhin liefert und wenn das Game dann auch richtig spielbar ist. Aktuell kann man die Alpha auch austesten, also man kann sich's runterladen und kann das Ganze auch spielen. Das zweite Projekt, welches ich nachgekauft habe, ist LitLab Games. Auch ein sehr, sehr interessantes Gaming-Studio und ich sehe hier sehr viel Potenzial und ich habe persönlich meine LitLab Games auch direkt für 180 Tage ins Staking gelegt und generiere darauf nochmal zusätzlich 8,44% pro Jahr. Also ich lasse hier halt die Lit-Token auch noch langfristig für mich arbeiten, um durch die Staking-Rewards zukünftig auch noch mehr Profite zu machen. Denn wenn hier der Kurs steigt, steigen natürlich auch die Profite, die man durch die Staking-Rewards generiert hat. Und mit 14,3 Millionen US-Dollar Market Cap ist das auch nicht sonderlich viel, was hier an Marktkapitalisierung da ist, weshalb ich hier zukünftig auch noch sehr, sehr krasses Potenzial sehe. Das dritte Projekt ist PlayZap. PlayZap, ebenfalls ein Projekt aus dem Bereich Gaming, aktuelle Market Cap 10 Millionen US-Dollar und hier haben wir den Fokus auf Mobile Games und vor allem den Fokus auf Gelegenheitsspiele, die nicht erst verstanden werden müssen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass bei PlayZap zukünftig einiges gehen kann, vor allem wenn man hier sich die letzten 14 Tage und 30 Tage anschaut, sieht man halt, dass das schon Major Dips sind, die hier stattgefunden haben. Ansonsten habe ich noch ein weiteres Projekt nachgekauft.
gekauft, welches sogar unter 1 Million Dollar Marktkapitalisierung hat. Da habe ich auch meine Position verdoppelt. Das habe ich gestern auf Patreon geteilt und da findest du diese Information auch. Und wenn du Lust hast, zukünftig auch zu erfahren, wann ich denn persönlich Coins kaufe, wann ich sie verkaufe, dann werde gerne Patreon, denn da teile ich sofort, wenn ich neue Projekte kaufe, wenn ich sie verkaufe, und im Diamond Tier erhältst du sogar noch zusätzlich meine ganzen Exit-Strategien, du bekommst Krypto-Guides, du bekommst gewisse Excel-Sheets, du bekommst zusätzlichen und exklusiven Content von mir. Ich stelle hier auch exklusiv neue Projekte vor, bevor sie überhaupt auf YouTube kommen. Und ab morgen starten auch für alle Diamond Tiers Q&A-Livestreams. Da freue ich mich auch besonders drauf. Und wenn du darauf Bock hast, da findest du den Link unten in der Videobeschreibung. Schreib mir mal in die Kommentare, welche Projekte ihr denn bei diesem Dip nachgekauft habt. Oder habt ihr gar keine Projekte nachgekauft und steht jetzt aktuell noch auf der Seitenlinie und schaut erstmal, was denn beim Markt so zukünftig passieren wird. Was erwartet ihr allgemein vom Markt? Bin auf jeden Fall gespannt, was ihr dazu sagt. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Wenn du neu auf diesem Kanal bist, lass gerne ein Abo da, um in Zukunft keines meiner Videos zu verpassen. Und wenn du jetzt Bock bekommen hast, dir einige weitere Videos von mir anzuschauen, schau dir gerne einmal hier das letzte Video an, was ich hochgeladen habe, und einmal hier das Video zur Exit-Strategie. Ein super, super wichtiges Video, damit du zukünftig die meisten Profite aus diesem Markt rausholen kannst. Das war's auf jeden Fall für dieses Video. Wir sehen uns morgen im nächsten. Peace. Ciao, ciao.